Und bitte! Wenn ein Film ins Kino kommt und nicht läuft, dann ist entweder das Wetter schuld oder der Verleih. Hä? Wer bist du überhaupt? Verleiher, das sind, wenn man so will, die Galeristen für Filmkunst. Die Menschen, die dafür sorgen, dass es wirklich Kinofilme gibt. Ohne Verleiher bleiben unsere Filme unsichtbar. Echt jetzt? Ich hätte da noch ein paar Fragen. Für mich als Regisseur ist mein Verleiher der wichtigste Partner bei der Herausbringung des Films. Eine Brücke zwischen den Filmemachern und den Zuschauern. Weil sie genau diese Brücke schlagen müssen zwischen dem, was ein Publikum vielleicht will, und zwischen dem, was vielleicht zu erzählen ist gerade. Und vielleicht auch noch, wie kriegt man das Geld her? Ernsthaft, Alter. Ist auch ein Bindeglied zu den ganzen Kinobetreibern. Der sehr genau wissen muss, wie er mit diesem Film umgeht, welches Publikum der Film ansprechen kann. Menschen mit großem, großem künstlerischen Sachverstand. Die ins Risiko gehen und die den Weg freikämpfen. Da hängt sehr viel Geld dran und damit auch eine unendlich große Verantwortung. Inspirierend. Wenn ich einen Kinofilm mache, dann stecke ich ganz besonders viel Herzblut und Liebe in die Ausgestaltung der kleinsten Details. Und dann wünsche ich mir natürlich eins. Ich möchte, dass die Menschen da draußen wissen, dass es diesen Film überhaupt gibt. Letztendlich würde unsere ganze Arbeit als Filmemacher gar nichts nützen, wenn wir nicht unsere Verleiher hätten. Der Film Deutschland, ein Sommermärchen war 2006 eigentlich gar nicht fürs Kino vorgesehen. Aber dank des Filmverleihers und dessen toller Werbekampagne hatte er am Ende 4 Millionen Zuschauer und wurde somit zum erfolgreichsten deutschen Dokumentarfilm. Der Film, der für mich wahrscheinlich am wichtigsten war, war Vincent Villemer. Ohne den Verleih wäre dieser Film so nicht entstanden. Der lief ein halbes Jahr im Kino und am Ende hat er den Deutschen Filmpreis abgewandt. Check! Ohne einen starken Filmverleih hat man überhaupt keine Chance. Wir saßen in unserem Schneiderraum und wussten nicht, wo zeigen wir den jetzt eigentlich mal. Und dann kam ein großer Verleih und hat meinen ersten Film Jenseits der Stille bis hin zur Oscar-Nominierung in die Öffentlichkeit gepusht. Ich wüsste, du bist etwas Besonderes. Alles, was man über einen Film in der Öffentlichkeit erfährt, läuft durch das Nadelöhr eines Verleihs. Nur wenn Menschen zusammenkommen, wird es aufregend und spannend. Und deshalb ist die Verleiharbeit für uns FilmemacherInnen entscheidend. Seid ihr dabei? Ja! Wer will, dass das Kino überlebt, der braucht starke Verleiher. Also, lasst uns gemeinsam gegen die Vereinsamung kämpfen und lasst die Verleiher nicht auf Grund laufen.